Ja, hallo, wir sprechen heute über eine Armee aus dem Freien Völkerkrieg, Quellenbuch. Und womit wir starten wollen, ist ganz simpel Eregion und Bruchtal. Eregion und Bruchtal ist die klassische Hochelbenliste, die angeführt von Elrond oder Elrond Herr von Bruchtal. Sind beides sehr teure Modelle, die aber jetzt gar nicht schlecht sind. Es gibt später noch mal Elrond etwas detaillierter in einem anderen Video von mir, in einer anderen Liste. Die können Zorn der Natur. Zorn der Natur ist ein echt... also Elrond normal kann Zorn der Natur und der Herr von Bruchtal kann ein etwas anderes... einen anderen Zauberspruch, Zorn des Brünen. Finde ich aber einfach zu teuer von den Punkten her. Aber Elrond, Zorn der Natur, ist auf jeden Fall sehr, sehr mächtig. Gut im Nahkampf, hält viel aus, also kann man schon spielen, Elrond. Gil-galad, ein Superheld, richtig, richtig stark, kann richtig, richtig draufhauen und hat die Möglichkeit, dass dann seine Hochelben mit einer höheren Kampfkraft ausgerüstet werden, wird man ein bisschen mehr dafür bezahlen. Das ist gut, weil damit kann ich zum Beispiel auch gegen mächtige Gegner, die K6 haben, auch mit den normalen Truppen bestehen. Hat Kampfkraft 9, der einzige gute Held, der das hat, und hohen Haltestandwert von 12 Zoll. Erastor, so ein klassischer Mittelklasse-Held, halte ich nicht sonderlich viel von, aber es gibt einige, die einsetzen, weil er zwei Attacken hat und auch seine Wurfdolche benutzen kann. Kirdan, ich glaube, das ist mit das wenigst genutzte Modell, das es im Spiel gibt. Die zwei Affenbrüder, sehr, sehr, sehr stark. Also die Affenbrüder, für einen Punktewert kriegt man zwei mächtige Modelle, die drei Attacken haben und sechs Heldentum insgesamt. Also die Affenbrüder, ihr seht die auch oft genug bei uns in den Schlachtberichten, die zahlen sich aus. Wir haben dann noch die Tochter von Elrond, Arwen. Man kann also eine kleine Familienparty mit Elrond, den Affenbrüdern und Arwen machen. Auch nicht schlecht, weil auch sie kann zwar noch Natur. Mein Lieblingsheld bei den Helden, bei den Elben ist Glorfindel, Herr des Westens. Der ist sehr, sehr stark, rockt ordentlich, kann Pferd kriegen, kann also niederreiten, da geht was. Also Glorfindel, jo, auf jeden Fall, guter Wert. Ihr habt dann noch die Auswahl zu Gildor Inglorion. Gildor ist so ein Mittelklasse-Held. Einzige, was wirklich interessant an ihm ist, der kann Lähmung zaubern, okay, aber er ist ein sehr seltenes Modell. Also für die Sammler unter euch ist das die interessante Information. Und dann gibt es noch einen Sturmrufer. Jo, von dem halte ich jetzt persönlich nicht so viel. Der kann Winde rufen oder Windstärke. Ja, okay. Kann man einsetzen, kann man lassen. Und dann gibt es nochmal den klassischen Hauptmann. Da Elben ja generell sehr, sehr gute Modelle sind, ist auch der Hauptmann der Waldelben ein sehr, sehr starkes Modell. Gut, die Elben haben auch nur einen Truppentyp, nämlich Krieger. Und viel mehr brauchen sie auch nicht, weil die Krieger sind sehr, sehr stark. Also hoher Kampfkraftwert, hoher Mutwert. Die halten einfach viel aus. Kann man mit schwerer Panzerung versehen. Da zahlt sich aus, dass da auf jeden Fall was geht. Gut, was gibt es dazu zu sagen? Elben sind teuer. Elben sind richtig teuer. Das heißt, man wird immer wenig Modelle haben. Man muss damit umgehen können, dass man wenig Modelle hat. Und das ist jetzt nicht ganz so einfach am Anfang. Man kann es gut verbünden. Man kann es mit Waldelben verbünden. Man kann es mit Galadriel verbünden. Wer das ist, schauen wir uns später noch an. Oder in einem anderen Video nochmal an. Und man kann es gut mit Numenor verbünden, gegebenenfalls mit Zwergen, also sind gute Bündnispartner. Und dann sollte man versuchen, vielleicht eine Armee zu finden, wo die Basistruppen einfach billiger sind. Die Helden sind saumächtig, haben gute Zaubersprüche, auf jeden Fall eine starke Armeefraktion. Und wer sagt, er möchte Elben spielen, kann ich einen Daumen hoch geben, ist keine schwierige Armee zu spielen. Man muss sich halt immer gewahr sein, man will wenige Würfel werfen und Sperrträger sind aus Metall und da muss man halt gucken, dass man die immer hat. Jo, also gute Startarmee und bekommt auch viel auf eBay, also da geht was auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.